Gut, die zentrale Wildnis. Gibt's von dir noch was? Nein? Halten wir uns hier mal so ein bisschen mit von der Mauer fern, damit wir so möglichst in der Mitte laufen von dem Ganzen. Hier so mehr oder weniger. Was haben wir denn hier? Grün angezeigte. Grün, blau, Mensch. Müssen wir da jemanden retten? Ach nein, das sind Relikte, siehst du mal. Oder Relikt-Tech, sagen wir es mal so. Drauf da! Ja. Gut, für den sollte es sich gleich erledigt haben. Dann holen wir uns den hier noch. Kleine. Ja. Kleine Biotik-Kombo. Just for the lulz. Und dann schauen wir mal kurz. So, hier unten haben wir eine alte Absturzstelle. Gehen wir da erstmal hin oder erstmal hier hin? Ich glaube, ich gehe erstmal zu dem Abwurfposten. Abwurfpunkt, was auch immer. So, das müsste ja gleich hier von am Rande sein. Der Abgrund, der Schöpfer. Da möchte ich nicht runterfallen. Wachsam bleiben. Wir wissen nicht, was da unten ist. Wir haben diesen Bereich gescannt. Diese Strukturen erstrecken sich bis tief unter die Erde. Da geht's gut runter, meine Güte. Okay, was soll's? Wir klettern mal kurz da runter. So. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Ich wollte erstmal bloß kurz den Posten einrichten und dann krebsen wir wieder nach oben. Lustige Pflanze hier aber auch, ne? Die würde ich gern scannen, aber interessiert wieder mal niemanden. So, dann schauen wir uns mal die Absturzstelle an. Die war jetzt, ich weiß nicht, war die im Abgrund oder noch darüber? Was war das? Achso, ich bin über Munition gelaufen. Was haben wir hier? Die angaranische Brücke. Ah ja. Die Angara haben eine Brücke gebaut, den Abgrund überspannt. Allerdings scheint der Generator, der sie betreibt, nicht funktionsfähig zu sein. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass wir die Teile finden, um ihn zu reparieren. Na klasse. Ja, ein paar Meter geht's da schon runter. Natürlich ist das Wrack da unten, ist doch logisch. Ja gut, wenn ich mal richtig auf die Karte geschaut hätte, hätte ich das auch so feststellen können. Ich weiß nicht, schaffen wir das jetzt da runter zu gehen, ohne zu sterben dabei? Nein! Ist aber interessant, ich konnte jetzt wirklich das Jetpack überhaupt nicht benutzen, ne? Ich kann es nochmal probieren, aber okay, jetzt geht's. Aber nur für einen ganz kurzen Moment, also verziehen wir uns dann doch wieder über den anderen Weg. Komm, dann machen wir gleich so hier. Ja. Hätte ich das gleich gewusst, dann wäre ich gar nicht erst wieder zurückgegangen. Kann ja keiner ahnen hier. So, dann machen wir uns gleich auf den Weg nach unten. Wo gehen wir denn da lang? Hier oder? Gibt es denn auch irgendwo einen Weg, wo man einfach runtergehen kann, wo es nicht ganz so abrupt ist? Huch! Ja, so viel dazu. Hätte sich das dann auch erledigt. Oh! Ah, interessant. Damit kommt man dann auch wieder hoch. Siehst du mal, hätten wir das Geheimnis schon gelüftet. Es ist arschdunkel hier unten, stelle ich fest. So, wir gehen erstmal. Ups, das war natürlich nichts. Hallo! Jetzt ist Gegner links und rechts und über und unter uns. Und zwar immer noch nur einer. So, dann machen wir das auf die Art und Weise. Oh, konnte ich nicht mehr scannen. Naja. So, wir schauen mal kurz hier drüben. Was ist das denn? Das ist doch irgendein komischer Kristall oder so. Ach nee, das gehört mir zur Mauer. Okay. Zumindest den Behälter lernen wir noch aus. Und dann erkunden wir den Norden noch mal kurz fertig. Oh, was?
Ach Gott, Mensch. Ich dachte schon was Schlimmes. So, da drüben steht schon wieder irgendwas rum. Aber hier scheinen nur Tiere zu sein. Also nichts wirklich Schlimmes. Nichts von größerer Tragik zumindest. Ein Galoren. Alles klar? Ja? Gut. Yeah! So, Überreste. Ja, die nehme ich noch mit. So. Und puff. Ich mag Biotik. Okay, schauen wir uns mal kurz noch hier die Ecke an. Irgendwas scheint hier ja noch mit zu sein. Das sah auf der Karte gar nicht so aus, als ob das hier noch so weit reingeht. Aber, ach doch. Wenn man es weiß, dann sieht man es, dass es hier noch oben reingeht. Ist denn hier irgendwas? Oder ist es bloß so zum Spaß? Mal kurz die Waffe weggesteckt, damit wir ein bisschen mit der Kamera wegfahren. So, schön, dass ich hier draufklettern kann, aber bringt mir das was? Okay, ich weiß nicht, schaffe ich das bis darüber? Hops, nein, nicht ganz. Könnte vielleicht, aber weiß ich nicht. Schaffen wir das? Nee, ich glaube nicht, dass ich das schaffe, ehrlich gesagt. Gut, lassen wir das. Ich werde jetzt mal kurz mit der Schnellreise wieder zu dem Abwurf... Na, mach doch mal den Mist weg. So. Zu dem Abwurfpunkt zurückgehen und dann schauen wir uns den Süden an. Denn wir wollen ja eigentlich zur Absturzstelle. Ich wollte bloß mal ganz schnell erkunden, ob wir da oben irgendwas haben. So. Hallo, Freunde. So, einmal drauf. Gut, funktioniert. Und, ach, dich hämmern wir noch weg. Kein Problem. Achso, nachladen hätte ich noch machen können. Ach, was soll's. So, auf die Überreste verzichte ich jetzt mal ganz fix. Wehen, weiter zur Absturzstelle. Oh! Das war tiefer als gedacht. Langsam finde ich Gefallen daran, so kleine Kombos zu machen. Okay. Ich muss eigentlich darüber, aber das sieht so verdächtig aus hier. Hier ist aber nichts. Natürlich. So, dann gehen wir eben doch gleich hier hin. Ich dachte mir gerade, irgendwas hatte ich doch gehört und es klang groß. Ja, ja. Es klang sehr groß. Alter! Gut. Ja, die normalen Irocs, die gehen ja eigentlich doch dann relativ gut. Davon haben wir jetzt schon öfter mal welche niedergemacht. Wenn es nicht gerade die großen Brocken sind, wie wir... Wo war denn das? Auf Haval? Ich glaube auf Haval war das, ne? Einen hatten. Auf Volt meine ich natürlich. Wir sind ja jetzt auf Haval. Ach, ich bringe die zwei immer durcheinander. Naja. So. Taste my biotics. Oh, hier ist auch einer. Gut. Okay. Noch jemand? Ja, immer noch jemand. Meine Güte. Das hört ja gar nicht auf hier. Gut, jetzt aber. Zeit zum Nachladen. Zeit zum Scannen. Okay, was haben wir da? Dieses zerstörte angaranische Raumschiff ist mehrere Jahrhunderte alt. Ach ja, warum nicht?
dann schauen wir es uns doch mal ohne Scanner an. Ein Pilotenhelm. Aha, ein Hightech-Helm, der vor Jahrhunderten von einem angaranischen Astronauten getragen wurde. So, das Artefakt sollen wir jetzt zur Avela auf Aya bringen. Gut, damit wäre die Mission jetzt hier erstmal abgeschlossen, soweit wie es aussieht. Wir müssen jetzt bloß einen Weg finden, wie wir hier drüben wieder hochkommen. Ich glaube aber, den finden wir nicht im Süden, ehrlich gesagt. Ich glaube, dazu müssen wir... Irgendwie hänge ich gerade? Ah, jetzt. Ich glaube, jetzt müssen wir wieder hier hin, oder? Das sah mir jetzt zumindest wahrscheinlicher aus auf der Karte. Dass der Abgrund sich hier irgendwo überbrücken lässt. Halt! Was zum Scannen? Was haben wir? Nichts. Also irgendwo wird schon was sein, aber... Zumindest sehe ich es gerade nicht. Keine Ahnung. Naja, was soll's. Komm, schleich dich hoch, Mensch. Wir müssen ja jetzt auch nicht alles scannen, so wichtig ist das ja auch nicht. So, hilft mir das denn irgendwie hier? Ich sehe jetzt nicht wirklich einen Weg, um hochzukommen, ehrlich gesagt, von hier aus. Ha, blöd. Ich will noch mal kurz was schauen. Ich bin der Meinung, gerade gesehen zu haben. Wo war das? Hier ist der Strahl. Ach nee, der ist irgendwo da oben. Okay. Seltsam. Ja, das ist jetzt die Frage. Wo geht der Weg nach oben weiter? Da drüben hatten wir ja eigentlich nichts gesehen, wo wir hochklettern könnten. Da müssen wir vielleicht doch nach Süden. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Vielleicht müssen wir auch gar nicht über irgendwelche Vorsprünge hüpfen. Vielleicht müssen wir eine Höhle finden. Das kann ja auch sein. Gut, bewegen wir uns mal so schnell wie möglich nach Süden vorwärts. Ah, das sind auch schon wieder Angara, habe ich gerade gesehen, ne? War da nicht gerade ein Roker? Okay, alles klar. Roker? Nein, es ist ein Assembler. So, den hätten wir. Bisschen Munition sparen, wir müssen ja nicht immer gleich drauf schießen. So. Da oben ist noch einer. Ah, einer ist gut. Das sind einige. Oh, das ging leicht ins Leere. Naja. So, die Biotik-Kombo hat gesessen. Kannst du vielleicht mal... Hallo, Kumpel? Kannst du mal den Sturmangriff machen? Nein, er will nicht. Wie jetzt Ziel erforderlich? Ich habe das Ding schon 5-mal im Fokus gehabt. Meine Güte. So, den hätten wir auch. Was war das denn? Kann ich dich noch scannen? Oh. Vielleicht sollte ich erstmal kämpfen. Ja, und tatsächlich, die Roker sind auch hier. War ja auch zu erwarten irgendwie. Hier unten sieht es jetzt gar nicht mehr so sehr nach Schlucht aus. Oh, warte mal. Ich sollte vielleicht nicht hier die Umgebung betrachten und bewundern, während ich noch im Kampf bin. Was bist du denn für einer? Okay, holen wir uns mal so. Zack, drauf da. Auf die Schweinebacke. Die Panzerungsleute, da bringt uns die Biotik halt nicht so viel. Das ist halt, naja, ist eben so. Da müssen wir dann doch mal im Nahkampf hingehen. Geht einfach schneller mit denen dann. So, okay, hier können wir auch wieder hochklettern. Mal sehen, was wir hier finden. Okay, hier sind jetzt wieder nur Tiere. Flups. Ich finde schön, dass es das Vieh daneben direkt mit zerlegt hat. Okay, bringt jetzt natürlich nicht so ultra viel.
Aber den machen wir gleich noch ganz fertig. Beziehungsweise die Biotik. Die Singularität, genau, die setzt er ja auch noch ein bisschen mit rein. Okay, hier oben ist aber eh nichts. Aha. So, warte mal, kurz hier hochgehen. Das Reliktkerngerät scannen wir natürlich noch gern mit. So, wo kommen wir denn hier hin? Ich habe irgendwie überhaupt keine Ahnung gerade. Das ist so vollkommen planlos, wo ich langlaufe. Aber ich vermute mal, wir müssen dann doch hier hin. In die Richtung, ne? Weiß auch nicht, wie lang der Weg noch ist hier. So, weg mit dem Drell. Weg mit dem Kriecher. Da ist ja noch einer. Sorry, Cora, hab ich dir den Spaß genommen? Ach Gott. Kämpfen die gegeneinander? Ist da noch irgendjemand? Aha. Das ist doch auch lustig. Gucken wir denen ein bisschen zu dabei. Oder auch nicht. So, haben wir alles drauf, was wir haben. Und dann hat sich die Sache auch schnell erledigt. Jetzt die Schuppenfasern mit eingesammelt. Keine Ahnung, wofür wir die benutzen könnten, aber hey. Wird schon seinen Zweck haben, das Ganze. Okay. Weiter geht's. Geht's hier weiter irgendwo? Warte, hier war doch schon wieder was zum Scannen, oder? Hm. Wo muss ich hin? Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Hier unten ist ja halt auch nichts. Haben wir hier irgendwas, wo man klettern kann? Nö, ne? Gut, dass wir Taschenlampen in unserer Ausrüstung haben. Ich glaube, ansonsten wären wir echt aufgeschmissen. Hier ist es halt auch arschfinster. Geht das hier weiter? Man sieht nichts. Ich glaube aber nicht, ne? Naja. Zumindest gibt es noch einen Behälter. Aber ansonsten, ne. Wo müssen wir hin? So, da sind wir ja schon wieder in Richtung Norden unterwegs. Ja, das sieht doch... Wobei, hier ist irgendeine Brücke? Warte mal. Mal kurz schauen. Muss hier irgendwo im Osten sein. Hier ist Wand. Da muss das doch eigentlich hier mit sein. Aber hier geht's nicht weiter. Also hier ist definitiv Sense. In der Ecke. Verstehe ich das? Nein, tue ich nicht. Es sieht doch aber so aus, als ob man hier rüber könnte. Muss ich vielleicht diesen Eingang finden zum Reliktschlund? Ich verstehe es wirklich gerade nicht. Okay, wir gehen mal. Na, mach doch. Moment. Mach doch mal kurz die blöde Markierung weg. Ich will nicht die Markierung haben. So, danke. Okay. Dann gehen wir mal dahin. Versuchen wir dort aus nach Norden zu gehen. In der Ecke habe ich mich ja sowieso nicht weiter umgesehen. Und dann werden wir mal da reingehen, denn ich habe nicht das Gefühl, dass wir da unten am Grunde irgendwas finden. So, wir wollen nach Norden. Da ist Norden. Das nehmen wir noch gern mit. So, dann schauen wir mal, wie wir hier vorwärts kommen. Wir auf keinen Fall etwas essen oder Pflanzensaft auf ihre Haut kommen lassen. Danke, Joel. Warum? Tell me the reason. Giftig für uns oder warum genau jetzt? Ach, sieh mal an. Hier sind ja Feinde. Die haben uns aber auch nicht bemerkt, wie es aussah. Hm? Mitten im Getümmel drin. So muss das sein. Und gleich auf den nächsten drauf. Ich habe so viel Spaß dran, die Leute einfach mit dem Hammer wegzuklatschen. Das ist echt schon... Keine Ahnung. Das ist schon geil.
Mensch, hier ist ja richtig... Das sah gar nicht so aus auf der Karte, dass hier richtig eine Anlage wäre. Okay, was haben wir hier gleich nochmal? Das hätte ich jetzt gerade natürlich mit gucken können. Meine Sensoren registrieren eine Andromeda-Pflanzenprobe in der Nähe. Ups, das war nicht der Plan. Ich wollte die Taste daneben nehmen. Ich glaube, dazu müssen wir wieder runter, oder? Ja, das sieht ganz danach aus. So, den Behälter öffnen wir noch mit. So, wo genau ist denn die Pflanzenprobe? Das sieht gut aus. Da haben wir sie. Heliosflora. Ist schon die, ne? Achso, ich soll sie einsammeln. Alles klar. Haben wir eben doch schon eine Pflanzenprobe mitgenommen, auch wenn ich das abseits der Aufnahme machen wollte. Was soll's? Ist ja auch egal. Den Nickel. Ach ja, was soll's. Immer her damit. So, dann schauen wir mal, was wir hier oben für eine Anlage haben. Da bin ich ja mal gespannt. Okay, oben auf dem Dach sind wir, glaube ich, nicht richtig. Gehen wir doch lieber mal nach unten, oder? Oh! Was war das denn? Hinterhältig. Okay, öffnen wir mal die Tür und schauen mal, was wir hier finden können. Das ist richtig ein Reliktgewölbe, okay.